gib doch mal einen Mucks von euch. Ah, das sind aber nicht die Leute, mit denen ich gerade eben in den Kampf gezogen bin. Achso, das sind alle. Oh. War es das? Irgendwie glaube ich das noch nicht so wirklich. Was ist mit dem Kristall? Was ist mit den anderen? Kann ich dir nicht sagen. Wo sind wir hier? In einer anderen Dimension als der euren und ich bin das ewige Dunkel. Wer bist du? Ohne jegliche Ausnahme beherrscht die Furcht jenen Teil der Seele, der von Dunkelheit umgeben ist und wird von jedem verspürt, der auf dieser Welt ein Leben erhielt. Das Leben selbst ist eine einzige Grausamkeit. Ihr vernichtet euch gegenseitig und tötet, um zu überleben. Und euer Leben besteht aus Unsicherheit, Kummer und der Angst, irgendwann einmal zu sterben. Euer Leben wird davon beherrscht. In dem Moment der Wahrheit, in dem euch bewusst wird, dass ihr eurem eigenen Tod nicht entkommen könnt, erwacht die Angst in euch. Je größer die Angst vor dem Tod, desto größer der Schmerz, und doch könnt ihr den Tod nicht akzeptieren. So entwickelt sich der Hass und der Neid gegen alles Lebende. Die gewachsene Angst vor dem Tod kann nicht kontrolliert werden. Die einzige Rettung erfolgt in der völligen und vollkommenen Zerstörung. Kuya unterlag seiner eigenen Angst und versuchte, den Ursprung allen Seins, das Kristall, zu zerstören, in dem Irrglauben, so sich selbst retten zu können. Hör endlich auf mit dem Schwachsinn. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Das ist doch alles nichts weiter als eine Ausrede. Mit diesem Gewäsch redest du dir doch nur selbst einen Grund für deine Existenz ein, oder nicht? In diesem Augenblick war alles besiegelt. Alles in diesem Universum existiert nur aus dem einen Grund, nämlich um wieder zerstört zu werden. Dies war die Antwort, die er gefunden hatte. Ich habe nur auf jemanden gewartet, der diese Antwort findet. Und jetzt, wo sie gefunden wurde, muss diese Welt vernichtet werden. Hey, du sollst meine Frage beantworten. Meine Aufgabe besteht nur in einem. In der Erschaffung des absoluten Nichts, ohne jegliche Entwicklung, ohne Kristall, eine Welt, in der es keine Geburt gibt. Ist dies alles nicht vorhanden, wird es auch keine Angst mehr geben, eine Welt, die ihr euch so sehnlichst gewünscht habt. Wir haben uns so eine Welt bestimmt nicht gewünscht. Solange die Hoffnung auf Leben besteht, werden wir dein Vorhaben nicht zulassen, auch wenn es nur ein kleiner Lichtpunkt in einem ewig dunklen Raum ist. Der Wille nach Leben, trotz all der Qualen, die ihr erleiden müsst, ist der Beweis eurer törichten und unheilbaren Krankheit, genannt Hoffnung. Aber irgendwann wird diese Hoffnung zur Angst werden und ihr werdet den gleichen zerstörerischen Weg wie Kuya wählen. Unmerklich bewegt ihr euch selbst auf die eigene Zerstörung zu. Wenn die Zerstörung der einzige Grund eurer Geburt ist, was macht es dann für einen Unterschied, nie existiert zu haben? Eure gesamte Existenz ist ein Paradoxon. Es besteht kein Grund, die selbst gefundene Antwort zu verneinen. Alles ist nichts, dies ist die reine Wahrheit. Verschwindet, werdet zu nichts, widerstrebt dem nicht, denn es ist der Wunsch alles Lebenden. Von wegen, das sehe ich anders. Wir werden dich vernichten und damit genau das Gegenteil beweisen. Und die Erinnerung, die eigene Angst besiegt zu haben, wird weiterleben und von Generation zu Generation überliefert werden. Leichter gesagt als getan, mein lieber Sidan, oder? Und deswegen dürfen wir hier nicht aufgeben. Wir dürfen gegen dich nicht verlieren. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Kräfte sammeln und gemeinsam stark sein. Und selbst wenn wir dabei draufgehen, ist das noch lange nicht das Ende. Denn auch wir werden in den Erinnerungen der Menschen weiterleben. Und diese Erinnerungen werden auf alle Ewigkeit mit dem Leben eins sein. Das bedeutet zu leben. Oh mein Gott, ja, genau. Alle nur mit... Ja, wie soll ich denn das hinkriegen? Ist das jetzt euer Ernst? Ich habe mich fast so ein bisschen an diese Konstellation gewöhnt, aber ganz ehrlich. Wobei, warte mal, ich muss jetzt mal ein bisschen abwägen, weil inzwischen, ihn hier fand ich für die Aure ganz geil. Sie hier wegen dem Schneedrachen und Steiner ist mit seinem Schocker eigentlich ein ganz guter Damage-Dealer. Theoretisch ist meine Truppe ganz cool. Ich hätte jetzt Aiko einfach noch... Aber ist Aiko nackig? Ich weiß nicht, ob sie Ausrüstung angelegt hat.
Nee, ich glaube ich sicherheitshalber bei Lilly. Zumal ich auch nicht weiß, ob Sanctus jetzt hier in diesem Kampf überhaupt irgendwas nützt. Eigentlich ist meine Truppenzusammenstellung ganz cool. Ich bleib dabei. Einfach aus Konsequenz. Oh oh. Steiner wollte ich gerade sagen. Wenn wir alle heil zurückkommen, mache ich euch ein riesiges Festmahl, Mampf. Ja, da hoffe ich auch drauf, Quina. Das sagt bestimmt jeder irgendwas, oder? Mahagon? Okay, er steht auf, weil ich ihn jetzt in meinen Trupp mit aufgenommen habe, oder was? Wahrscheinlich. Ah, okay. Keine Angst, ich bin nicht traurig. Nimm die letzte Kraft von Aiko. Ach so, und die ich jetzt nicht mit drin habe, die stehen uns quasi mental bei. Na, hoffentlich wird das was. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt irgendwie krepieren sollte beim nächsten Kampf, muss ich alle nochmal machen, ne? Das stelle ich mir irgendwie nicht so cool vor. Ich konnte ja gar nichts machen, aber bitte nimm meine letzte Kraft. Wie, du konntest gar nichts machen? Hallo, Vivi, ohne dich wären wir niemals bis hier hingekommen. Jetzt verkauf dich bitte nicht so unter Wert. Finde ich ja ganz schlimm, kleine Maus. Obwohl ich jetzt theoretisch mit meinen Lieblingscharakteren auch spielen müsste, wa? Einfach so aus Prinzip. Aber ich mag ja die Charaktere, die ich jetzt drin habe. Mit meiner Kraft müsst ihr es schaffen. Und dann können wir endlich wieder alle zusammen nach Hause gehen. Ich wette, ich bin die einzige Spielerin auf der Welt, die jetzt für diesen Endkampf nicht sie dann mit reinholt. Aber ist mir egal. Wir werden das Kind schon irgendwie schaukeln. Ansonsten werden wir das Finale dann in der nächsten Folge sehen. Mal gucken. So, warte mal, ich muss noch kurz einen Schluck trinken. Also hoffentlich werden die Hügel der Verzweiflung nicht im wahrsten Sinne des Wortes wirklich zu unserer Verzweiflung beitragen. Ja, aber hätte ich das gewusst, dass wir dann nochmal ins Menü kommen, hätte ich wirklich Aiko genommen. Das ist gerade irgendwie ein bisschen schade, aber eigentlich ist doch alles ganz gut. Guck mal, unsere MP sind befüllt. Ja, wir gucken uns das jetzt einfach an. Eine Niederlage dir gegenüber wäre die Schande aller Ritter. Auf in den Kampf, ihr Mannen! Jawohl. So muss das. Sehr schön, wie jetzt Steiner hier voll das Anführerzepter in die Hand nimmt, aber darf er gerne tun. Auf jeden Fall hat er die richtigen motivierenden Worte gefunden. Ich glaube, den Leuten ist auch echt egal, was hier irgendjemand faselt. Die wollen wahrscheinlich einfach nur alle aus Prinzip erstmal gewinnen. Holy moly, was bist du denn, Alter? Erstmal voll Sixpack antrainiert für den großen Auftritt in meinem Let's Play. So läuft das, voll der eitle Bursche. Wer auch immer er ist. Aber du bist jetzt nicht irgendwie jemand, den wir schon kennen. Okay, die Musik. Wow, ey. Boah, ich krieg gerade schon wieder voll die Epicness-Gänsehaut. Echt cool. Ich wette, wir sind sowas von tot. Ewiges Dunkel. Okay, so, warte. Ich bleibe jetzt erstmal bei der Vorgehensweise, wie ich das vorher auch gemacht habe. Steiner wird es mit dem Schocker versuchen. Ich hoffe, dass er hier auch auf 10.000 Schaden kommt. Ja, sie kann erstmal springen. Und mit ihr, ja, das übliche Spiel halt, ne? Sie hat aber auch irgendwie... Ach, ich weiß nicht, irgendwie bin ich bei Lilly echt überfragt, so... Wollen wir das hier mal wieder alles durchprobieren? Ich werde mal zuerst Atmos versuchen, weil wenn Atmos funktioniert, was hier wahrscheinlich auch nicht funktionieren wird, dann ist der Schaden auf jeden Fall mehr als erstrebenswert. Okay, Steiner macht wieder 10.000 Schaden, das finde ich gut. Jetzt nehme ich hier mal Freya. Einfach weil sie ansonsten blauer Schock. Okay, ich würde mir wünschen, dass du mal einen blauen Schock erleidest, aber immer auf die anderen, ne? Okay, aber Lilly hat ja diesen... Oh ne, jetzt kommt noch Protest ins Spiel. Was mit deinem Gesicht passiert, Kumpel, hat dir wahrscheinlich jemand aufs Maul gehauen, wa? Dass deine hässliche Maske zersplittert ist. Und was wollte ich gerade noch sagen? Ich hab's irgendwie vergessen. Okay, warte mal. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal ein bisschen auf das, was hier passiert. Auch wenn ich auf den ersten Blick sagen würde, dass wir eine reelle Chance haben. Aber die Bosse, die neigen ja auch dazu, hier mit verschiedenen Phasen und so um die Ecke zu kommen. Deswegen sollte man sich wahrscheinlich auch nicht zu früh freuen. Aber die Musik ist echt cool. Und aber vor allen Dingen das Design hier richtig geil. Also das ist so vom Kampfszenario. Ganz ehrlich gefällt mir das, wenn das wirklich der Endkampf sein sollte, besser als das in Teil 8. So. Warte mal.
Ich werde jetzt hier die ganze Zeit Hydra spammen, genau. Einfach so präventiv und so. Achso, Freya hat das jetzt gar nicht abbekommen. Okay, warte mal, dann müssen wir das jetzt mal geben. Supernova. In welchem Final Fantasy war Supernova die Hölle auf Erden? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das gerade nicht so wirklich cool. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin sowas von tot. Warte mal, kann ich mit irgendwas Heilendes machen? Ich glaube nicht, wa? Oh, war das nicht? War das nicht Final Fantasy 7? Oh, ich weiß, ich bin echt so ein Final Fantasy-Banause, aber ich habe Angst vor dem Schaden, der jetzt gleich auf mich hereingeströmt kommt. Wahrscheinlich bin ich eh tot. Hallo, ich möchte bitte Aufklärungen haben. Hey. Hat das jetzt gar nichts abgenommen? Verstehe ich gerade nicht. Was hat denn Supernova jetzt bitte für einen Sinn gehabt? Okay, muss ich nicht verstehen. Ich sollte deswegen aber auch nicht traurig sein, obwohl ich glaube, ich sehe, was für ein Dilemma das ausgelöst hat. Und zwar anhand von Lilly und Steiner. Die haben nämlich irgendwelche Zustandsveränderungen aktuell. Okay, also Steiner hat Neurose. Und Lilly hat irgendwie, die brennt irgendwie irgendwas. Das kriegen wir ja geheilt. Das ist ja nicht schlimm. Kann ich Lilly... Ach, Lilly ist aber auch in Tobsucht, oder? Oder kann ich sie jetzt noch steuern? Ja, Sankos kennen wir schon. Der Vorgänger auch zum Besten gebracht. Und es hat ihm trotzdem nicht den Arsch gerettet, weißt du? Oh oh, Freya ist tot. Warum auch immer. War das jetzt irgendeiner Zustandsveränderung geschuldet? Okay, ich müsste jetzt theoretisch Lilly ganz dringend... Ach, wegen der Neurose. Okay, das ist echt uncool. Okay, warte mal, ich muss jetzt meine Leute irgendwie wieder stabilisieren. Ansonsten könnte das hier problematisch werden. Nein! Ich glaube, ich war einfach zu offensiv hier so am Anfangsgetümmel. Aber gut, ich wusste ja auch nicht, dass hier so viel Scheiße noch auf uns zurollen würde. Okay, okay, warte. Warte, warte, warte. Erste Prio hat jetzt definitiv... die Leute wieder von ihren Zustandsveränderungen zu befreien. Ich hoffe einfach mal, dass er die Supernova nicht allzu häufig bringt. Steiner ist klein, oder was? Warum machen wir denn jetzt hier keinen Schaden? Okay, warte mal. Ist jetzt auch erstmal völlig Wumpe. Denn wir brauchen Lilly. Idealerweise ohne, dass sie irgendwie eine Zustandsveränderung hat, weil ich gerne den Erzengelzauber jetzt hier auf Freya als erstes anwenden möchte. So, wer Trance? Wer Trance? Wer? Maragon, okay. So, Maragon, wir werden dich jetzt auch noch für das eine oder andere Item verwenden müssen. Es tut mir leid, ich weiß, dass deine Stärken eher anderswo liegen. Und du eher nicht so der Hobby-Apotheker bist, aber in der Not muss man halt mal auch über seinen Schatten springen, ne? Auch du. Hallo, Steiner, wo bleibt denn das Allheilmittel? Braucht mir jetzt zu lange, ich bin viel zu ungeduldig. Deswegen laber ich auch immer so viel, wenn es auf solche Kämpfe hinausläuft. So, jetzt mache ich mal das. Einfach, weil er jetzt seine X-Tech hat. Ich weiß, ich wollte eigentlich mit ihm auch rumheilen. Aber jetzt haben wir ja Lilly gleich wieder zur Verfügung. Was? Warum hat jetzt Allheilmittel nicht gewirkt? Was ist denn das jetzt bitte für eine Verarschung? Okay, jetzt verstehe ich das nicht mehr. Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich richtig sauer. Warum hat denn Allheilmittel nicht gewirkt? Wie kann denn so ein Item bei einem Charakter, der voll viele Zustandsveränderungen hat, einfach nicht wirken? Hat er daneben geschmissen oder was? Tja, keine Ahnung. Also jetzt bin ich gerade wirklich ratlos. Das bringt mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept. Wie kriege ich denn jetzt Lilly wieder stabilisiert? Wie kann ich sie denn jetzt wieder zurückholen und steuerbar machen? Ich habe keine Ahnung. Bei Freya wiederbeleben bringt ja irgendwie nichts. Ja, das ist ja lame. Ich dachte, dadurch, dass er jetzt in Trance ist, Mahagon, wird er irgendwie den übelsten Damage austeilen. Boah, okay, das regt mich gerade irgendwie alles voll auf. So, warte mal, ich werde es jetzt nochmal probieren. Vielleicht hatte ich auch einfach nur total mega Pech. Ich habe keine Ahnung. Bin ich jetzt ja mal Heilmittel schon vorbei? Hier sieht man doch auch, was die für Zustandsveränderungen haben. Jetzt sagt nicht, dass alle Heilmittel das nicht kurieren kann. Das wird ja wohl irgendwie seinem Namen gerecht werden, oder nicht? Am Ende ist es wahrscheinlich doch besser, wenn die Gegner verrecken, aber... wenn unsere Leute verrecken. Steiners Neurose ist halt auch mega ätzend. Aber ich brauche Lilly, weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit Phönixfedern die Leute zurückholen, sondern ganz gerne mit, Dingens hier. Mit, dem Erzengel.
Ich habe jetzt mit Steiner mal Schocker genommen. Ja, okay. Keine Ahnung, warum ich sie nicht geheilt kriege. Boah, ey, das ist jetzt gerade echt so der Abkotzfaktor überhaupt hier in dem Kampf. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich will nicht auf Lilly verzichten. Muss ich jetzt davon ausgehen, dass ich mit den drei Leuten jetzt hier irgendwie auskommen muss und einfach die Arschkarte bei ihr habe oder was? Okay, warte mal. Kampf und Fähigkeit. Eine Heilmittel hat ja nichts genützt. Blind schweigen. Ich weiß ja nicht mal, wie das heißt, was sie gerade hat. Zombie, Neurose, Infektion. Ja, wir können jetzt die Neurose hier mal erstmal auf Steiner nehmen. Ja, okay. Und der bufft sich immer weiter, verteidigt sich immer besser. Boah, geht mir das hier gerade alles auf den Sack. So, ich suche nach einer Lösung, Lilly irgendwie zu helfen. Ist sie ein Zombie? Aber selbst Zombie müsste doch geheilt werden durch Infektion. Tobsucht. Hat sie Tobsucht? Ich glaube, sie hat Tobsucht. Wir versuchen das einfach mal. Aber unabhängig davon, was sie hat, sobald dieser Tobsuchtzustand weggeht, müsste sie ja wieder steuerbar sein für mich. So, Stein hat seine Neurose verloren. Was ist jetzt mit dem Item von gerade eben? Ich bin gerade voll überfragt, so wie ich jetzt ja am besten das alles machen soll. Ich brauche nämlich jetzt auch Lillys Anti-Z, um den wieder... Ja, ey. Boah, ich glaube, das wird in dem Part nichts mehr, Leute. Das ist mir gerade irgendwie... Kann ich mich vor dem Tobsuchtzustand mit irgendeiner Ability schützen? Wenn das Allheilmittel wenigstens gewirkt hätte, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm. Wenn die Supernova nicht 10 Jahre dauern würde, dann wäre ich auch total entspannt. Aber ich habe gerade voll Angst, dass ich das jetzt hier alles versemmle. Rot. Aber egal. Erstmal wieder akklimatisieren. Alles gut, wir haben vorher gespeichert. Die beiden Kämpfe, die kriege ich hin. Wenn ich drauf gehen sollte, werde ich dann einfach meine Leute ein bisschen umstellen. Das ist alles irgendwie machbar. So, Bestatio. Oh, ich kann Lilly wieder steuern. Welch Wunder, dass ich das noch erleben darf. So, warte mal. Am wichtigsten ist, sie hat Erzengel nicht. Ey, ernsthaft. Sie hat Erzengel nicht. Oh, das kann doch nicht euer Ernst sein. Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, aber damit steht für mich endgültig, aber sowas von endgültig fest, dass ich Aiko als Weißmagierin mehr mag. Mm-mm. Ich glaube, das wird nichts. Wie kriege ich denn Steiner wieder groß? Lohnt es sich, auf ihn Allheilmittel zu schmeißen? Keine Ahnung. Die machen auch so unfassbar wenig Schaden, aber gut, ich müsste theoretisch auch mal Anti-Z hier irgendwie wieder ins Spiel bringen. So, Steiner, wo wir gerade schon mal beim Rumexperimentieren sind... Kannst du gerne mal versuchen, ob wir deinen Zustand damit irgendwie aufheben können? Neutronensynapse. Hätte das schon mal zum Einsatz gebracht. Braucht hier eigentlich noch jemand? Ja, Steiner, könnten wir das mal mit auf den Weg geben. Habe ich nicht auch irgendeine Beschwörung, die mich selbst irgendwie unterstützt? Oh, wenn Freya jetzt ins Leben... Okay, ich glaube, ich nehme die Arche. Einfach, weil ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen an den Tipp zurückerinnere aus der letzten Folge, dass diese lange Animation auch dazu führt, dass sie sich im Hintergrund mit immer Regina ganz gut hochheilen. Gut wäre halt, wenn Freya vorher irgendwie noch ins Leben zurückkehrt. Aber ich habe doch mit Lilly Engel genommen. Oder hat sie das schon umgesetzt und Freya ist zwischenzeitlich wieder draufgegangen? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß das leider nicht. Ist Steiner jetzt immer noch klein? Ich glaube auch... Ah, nee, der hat keine Dings mehr. Oh, ist das ärgerlich. So, warte mal. Aber das ist, glaube ich, sowieso egal. Denn vorher müsste ich erst mit Anti-Z seinen Protest und seinen Shell wegmachen, damit ich wieder auf ordentliche Schadensmengen komme. Oh, das regt... Warum ist Freya jetzt nicht wiederbelebt? Ich verstehe das nicht. Sie ist wahrscheinlich wiederbelebt worden und ist direkt danach wieder verreckt. Keine Ahnung. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ich glaube, das ist jetzt die lange... Die lange Beschwörungsanimation. Aber wir sind ja, ich glaube, wenn das hier vorbei ist, dann sind wir auch mit unserer Energie wieder maximiert. Das ist schon mal ganz gut. Wow. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf so schwierig ausfallen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, es wäre deutlich, deutlich einfacher gewesen, wenn ich Aiko hier mit reingeholt hätte. Aber das ist mir nie aufgefallen, dass nur Aiko auch diesen Erzengel hat, ja. Aber ist ja auch egal. Gucken wir mal. Umso stolzer bin ich, wenn mir das jetzt hier mit dieser Truppenzusammenstellung irgendwie gelingt.
aber es ist schon hardcore. Also ich meine, jetzt wo ich weiß, dass er mit seiner Supernova so nervig werden kann, kann man natürlich auch die Abilities ein bisschen anpassen, ne? Denn ich habe noch riesiges Potenzial, was das Thema Level-Up angeht, weil die haben ja alle ihr Level-Up drin. Also diese Ability, die ich ja eigentlich gar nicht brauche, das sind glaube ich 7 Punkte dann pro Charakter. Dann habe ich noch diese Lehre des Ninja, ich glaube auch das wäre ziemlich cool gewesen hier, also alle nach hinten zu stellen und dann den gleichen Schaden immer noch auszuteilen. Und dann eben die ein oder andere Zustandsveränderung. Boah, es dauert aber echt ewig hier, wa? Und am Ende, wenn man wenigstens irgendwie so die Mega-Schadenszahlen dahinter hätte, dann wäre das irgendwie noch was anderes. Aber man guckt und guckt und guckt und guckt und denkt sich jetzt irgendwie, da kommt 2 Millionen Schaden raus und am Ende sind das irgendwie 2500 oder 125 oder keine Ahnung. Das hier ist die Phase, die man sieht, ab hier in der verkürzten Beschwörungssequenz, ne? Oh, aber über 7000 geht eigentlich. Aber gut, sie ist auch in Trance, ne? Deswegen macht das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr. So, Freya ist immer noch tot. Ja, und sie wird jetzt die ganze Zeit heilen. Die ganze Zeit hatte ich ja sowieso... Nein, Anti-Z. Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich bin auch echt irgendwie gerade total der Vollhorst, ehrlich. Freya? Ich hatte doch mit irgendwem hatte ich doch eine Phönixfeder genommen. Irgendwie möchte das Spiel nicht, dass Freya wieder zu uns zurückkehrt. Ich würde sie dann auch direkt wieder in die Luft steigen lassen. Damit sie das vielleicht auch... Macht der jetzt Apokalypse? Nee. Doch. What the fuck? Angst? Ich hau mal mit dem Schocker zurück, ja? Wenn es okay ist. Das muss von ihm kommen. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie... Der Kampf ist jetzt zu Ende, denn ich jag die ganze Welt in die Luft. Doch aber genau der gleiche. Der hat echt genau die gleiche Sequenz wie unsere Arche. Also, das ist jetzt, glaube ich, die verkürzte Variante davon. Ach, sie hat das zweimal gemacht. Ach so, ich dachte, der spawnt das jetzt irgendwie auf uns. Oh, da kommt die Phönixfeder mit 50 Jahren Verspätung, aber. Was zur Hölle? Hat es mit den ganzen Items auf sich, die nicht funktionieren? Ich krieg die Krise. Ich krieg hier gerade ernsthaft die Krise, weil ich es einfach nicht verstehe. Mann, ey. Was mache ich denn jetzt? Eine tote Freya. Ein Maragon, der, glaube ich, keine Zustandsveränderungen hat. Und der kann keine Phönixfeder zum Einsatz bringen. Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann bekämpfen wir jetzt halt ohne... Ohne dass Freya mit im Boot ist. Von mir aus auch das. Also wir brauchen jetzt hier dringend Anti-Z. Auch wenn der... Ach, Anti-Z hat sie auch nicht. Okay. Also ohne Worte. Lilly, ich mag dich als Menschen echt gerne. Aber mit deinem... Deiner Messmagie kannst du in meinen Augen Eiko nicht so wirklich das Wasser reichen. So, was mache ich denn jetzt mit ihr? Ja, alles hier echt zu blöde. Warte mal, wir nehmen jetzt hier die ganze Zeit Heilung. Wir versuchen jetzt mit dem Dreiergespann das irgendwie hinzukriegen. Ich will mit dir natürlich auch den Engelszauber gleich nochmal probieren. Mache ich dann vielleicht in der nächsten Runde. Wenn der Boss jetzt nicht irgendwie wieder mit seinen Mega-Attacken um die Ecke kommt. So, Steiner ist in Trance. Das heißt, wir brauchen jetzt vielleicht gar nicht zwingend den Schocker, um auf 10.000 Schaden zu kommen. Das wäre irgendwie cool. Apokalypse... Machen wir das jetzt wieder? Ich habe aber eigentlich keine Beschwörung. Ich habe doch Vidra genommen. Ne, Vidra sogar nur. Oder zaubert der das jetzt? Also langsam kann ich den Apokalypse-Angriff auch nicht mehr sehen. Wegdrücken kann man das aber nicht, ne? Nee. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Deswegen im wahrsten Sinne des Wortes einfach still sein, ruhig bleiben, geduldig bleiben und Tee trinken oder Kaffee. Ist ja doch nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier gar keinen Tee zu stehen. Aber okay, das geht immer noch irgendwie von Lilly aus. Lilly, fange ich gleich hier das große Stottern an. Am schlimmsten ist echt die Supernova, weil die relativ unberechenbar zu sein scheint, was die Auswirkungen am Ende angeht. Ich finde es übrigens nicht geil, wenn du dich heilst. Das machen nur Pussy-Bosse, weißt du? Und du mit deinem Sixpack, du wirst ja wohl ein bisschen mehr Arsch in der Hose haben als... Die ganzen Bosse, die sich immer heilen müssen. Warum? Ich habe schon wieder das Gefühl, als ob ich das Spiel heute zum ersten Mal spiele.
warum spammt sie jetzt die ganze Zeit hintereinander weg Apokalypse? Also ich meine, das ist ja irgendwie auch gut, weil der Gegner frisst dadurch Schaden und uns entsteht dadurch kein Nachteil, aber warum? Bestimmt wegen ihrer Trance. Aber, ach, keine Ahnung. Ich frag am besten gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie ihr euch über mich lustig machen werdet in den Kommentaren, weil wahrscheinlich die Antworten auf all meine komischen Fragen voll auf der Hand liegen, aber ja, ich habe sie jetzt aktuell wirklich nicht parat. So, Schocker, ich wollte eigentlich einen normalen Angriff in seiner Trance mal begutachten. Wenn wir hier nicht die Grenze von 10.000 hätten, dann wäre das wahrscheinlich deutlich mehr Schaden gewesen. Schocker und Trance in Kombination hat, glaube ich... Oh, könnt ihr eure eigene Antwort nicht ertragen? Ich dachte gerade, der nimmt nur Freya weg, weil sie da so tot rumliegt. Der sieht mir aber irgendwie noch nicht tot genug aus. Ich glaube, das war es noch nicht. Hallo? Macht euch der Lebenswille so stark. Ja, das tut er. Und endlich explodiert er. Warum schreit er nicht vor Schmerzen? Ich wollte mich an seinen Schmerzensschreien ergötzen. Oh oh. Es scheint sich alles aufzulösen. Die Augen. Habt ihr das gerade gesehen, wie sich das eine Auge da an der Wand geschlossen hat? Da schon wieder. Und nun? Das ist nicht das Ende. Denn ich werde zurückkehren. Wirst du das? Solange der Tod auf dieser Welt existiert. Also in Teil 10 habe ich dich nicht gesehen, Kumpel. Aber mach ruhig weiter mit deinen leeren Versprechungen. Oder geht der Kampf jetzt noch weiter? Ich glaube ja wohl nicht, oder? Ich glaube, das war's. Was passiert jetzt mit der Welt? Lilly, bist du in Ordnung? Ja, aber sieh nur, sie dann... Wie Kuya es vorausgesagt hatte, der Baum Ifas ist völlig außer Kontrolle geraten. Was wird jetzt bloß passieren? Hier wird's gefährlich, nur was sollen wir... machen? Ich weiß auch nicht. Hey Beatrix, lange nicht gesehen. Solch eine Explosion werden sie wohl nicht... aber das kann doch nicht sein. Hauptmann! Wartet, es sind alle am Leben. Könnt ihr mir sagen, wo sie sich befinden? Da drüben. Die Hildegard ist am nächsten. Du, mit den breiten Schultern. Faszinierend, dass sie nicht mal die Namen der Leute kennt, okay. Ach so, Hagen. Hagen? Ich dachte, es wäre ein Mädel. Jawohl, Hagen zur Stelle. Sofort einen Kanal zu Hildegard öffnen. Verstanden. Ich dachte, das wären diese Soldatenmädels gewesen, aber nee, stimmt, die haben ja diesen Pferdeschwanz auch gar nicht. Unwahrscheinlich, dass da jemand überlebt hat. Großherzog Sid, wir werden von der Roten Rose gerufen. Sofort den Hauptkanal öffnen. Okay, also werden die zu unserer Rettung beitragen. Hier, Rote Rose, es sind alle am Leben. Wer spricht dort? Mein Name ist Mikoto. Es haben alle überlebt und befinden sich direkt unter deinem Schiff. Wie kannst du so genau ihren Ort bestimmen? Er hat es mir gezeigt. Er? Wer ist denn er? Egal, wir müssen auf jeden Fall unverzüglich landen. Ist das jetzt das Happy End? Ich finde, der Himmel im Hintergrund sieht wunderschön aus. Auch wenn... Oh. Okay.
die Hildegard 3. Auch wenn der Himmel so ein bisschen die Assoziation von Blut getränkt hervorruft. Das sieht irgendwie aus, als würde der Himmel so ein bisschen bluten, ne? Aber vielleicht sehe ich das auch zu pathetisch. Das wird doch nicht etwa der alte Sith sein. Oh doch, genau der. Hey, Großherzog. Dann seid ihr also wirklich alle am Leben? Dann aber eingestiegen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis hier alles in die Luft fliegt. Das lassen wir uns, glaube ich, nicht zweimal sagen. Haben wir eine Rampe zum Rüberlaufen? Das sah gerade so aus, als ob wir da rüberspringen müssten oder so. Sidan, lebe. Du also. Willst du bis zuletzt den Helden spielen? Von wem redest du, Sidan? Geh schon mal mit allen vor. Es gibt noch etwas, was ich erledigen muss. Ja, kannst du das aber nicht vom sicheren Schiff aus tun? Was? Er hat es wohl auch überlebt. Ah, aber das kann doch gar nicht... Sidan, was ist? Na, Sidan, geh doch mal. Steiner, pass ja gut auf Lilly auf. Was? Was? Was soll das heißen? Kuya ist noch am Leben. Ich kann ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Ach, das war Kuya. Oh Gott, okay. Etwa, weil ihr beide dieselbe Herkunft habt. Nein, das ist es nicht. Lass ihn doch einfach da, wo er ist. Wenn wir uns nicht beeilen, fliegen wir noch mit in die Luft. Ja, ich weiß, er hat versucht, uns in den Tod zu reißen. Und er hat versucht, unsere Welt in einen Trümmerhaufen zu verwandeln, unsere ganze Welt. Aber wäre ich an Kuyas Stelle gewesen, wer weiß, vielleicht hätte ich ebenso gehandelt. Und außerdem kann ich ihn nicht einfach sterben lassen. Irgendwann muss jeder mal sterben, aber es besteht doch kein Grund, von sich aus den Tod zu wählen. Vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, Mampf. Aber du begibst dich schon wieder selbst in Gefahr, Mampf. Trotzdem werde ich gehen, das war so klar. Und dennoch. Jeder muss im Leben ab und an eine wichtige Entscheidung treffen. Ja, waren wir so kurz vorm Ziel und du verlässt uns jetzt wieder. Und ich glaube, ich habe mich entschieden. Zum Beispiel hat Vivi sich für das Leben entschieden, als er die Wahrheit über seine Herkunft erfuhr. Und es war für Vivi bestimmt keine leichte Entscheidung. Ja, das stimmt schon, Sidan, aber allzu viel habe ich dabei eigentlich nicht nachgedacht. Du als Betroffener hast es vielleicht auch gar nicht so realisiert, aber alle haben von dir gelernt. Ja, das stimmt. Zumindest mir hast du beigebracht, wie wichtig es ist, sein Leben nicht einfach wegzuschmeißen. Gut, aber ich kann dich als Drachenritterin nicht alleine gehen lassen, mein Bester. Die Schwachen zu retten und zu beschützen, das ist der rechte Weg eines Ritters, Sidan. Nein, nein, ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Für mich ist es an der Zeit, eine wichtige Entscheidung zu treffen, aber das muss nicht heißen, dass ihr alle die gleiche Entscheidung treffen müsst. Ihr beide habt doch sicherlich noch genug Arbeit in Bomezia oder in Alexandria zu erledigen, oder nicht? Das mag stimmen, aber... Und wie ihr ja mittlerweile wisst, bin ich so leicht nicht von meinem Vorhaben abzubringen, wenn... Wenn ich einmal den Entschluss gefasst habe, richtig? Ah, da meldet sich auch Mahagon zu Wort. Der sie dann inzwischen ganz gut einschätzen kann. Ha, dir ist wohl echt nicht mehr zu helfen. Offensichtlich nicht. Lassen wir ihn seines Weges gehen, der ist eh nicht mehr zu überzeugen. Was dauert denn da so lange? Kommt schon an Bord. Das lasse ich mir kein drittes Mal sagen. Mahagon hat recht, geht schon. Los, ihr habt keine Zeit zu verlieren und dass ihr mir hier jahrlebend wieder rauskommt. Ja, aber du. Vielleicht machen sich deine Freunde auch um dich Sorgen? Ach, ist eine doofe Situation. Sidan, wenn du hier stirbst, wird Aiko dir das nie verzeihen, hörst du? Am Ende ist sie dann der einzig Überlebende. Das ist ja irgendwie auch total bitter. Es gibt noch so vieles, was du mir an Eschen scheigen musst, Mampf. Ich muss alles probiert haben, Mampf. Also, Sidan, wir sehen uns bei den Frischen wieder, Mampf. Ja, oder bei irgendwelchen anderen Speisen, ne? Ich dachte, mittlerweile würde ich dich kennen, mein Bester. Aber deine Treue gegenüber deinem Herzen scheint noch größer, als ich erwartet hatte. Auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, na hoffentlich. Sidan, zu leben ist gar nicht so einfach, nicht wahr? Du hast mich schon wieder etwas Wichtiges gelehrt.
Irgendjemand wird am Ende sterben. Und ich glaube, es wird Sidan werden. Sidan. Oder Lily. Prinzessin, es ist Zeit. Ich weiß. Lily, nein, Königin Garnet. Mein Versprechen, euch zu entführen, habe ich gehalten, so gut es ging. Aber alles geht einmal zu Ende. Oh. Bitte verzeiht mir meine Eigensinnigkeit. Nein, ihr müsst euch nicht entschuldigen. Und ich besitze nicht das Recht, euch euer Vorhaben zu verbieten. Ich bin diejenige, die euch zu großem Dank verpflichtet ist. Wärt ihr nicht so freundlich gewesen und hättet mich entführt, wäre ich wohl für immer das kleine und naive Mädchen geblieben, das ich früher war. Aber die Begegnung mit euch, unsere lange Reise in viele verschiedene Welten, die vielen verschiedenen Menschen, die wir trafen, das alles hat mich so vieles gelehrt. Unsere Reise war auch von Strapazen gekennzeichnet und ich verlor aus den Augen, was mir wirklich wichtig war. Aber ihr habt mir immer wieder gezeigt, was wirklich wichtig ist. Nichts kann mich meine Erinnerung an diese Reise vergessen lassen. Sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Die Musik ist so schön. Wirklich, vielen, vielen Dank. Aber... Oh, jetzt kriege ich schon wieder Pipi in die Augen. Das ist doof. Aber ich bitte dich von Herzen, komm wieder zurück. Ich dich auch übrigens. Ich gehe da voll mit Lily. Kuya, kannst du mich hören? Halt aus, ich werde gleich bei dir sein. Klingt, als ob die irgendwie die dicksten Freunde wären. Noch ist es für dich nicht zu spät. Verfolge das Schiff und lass mich in Frieden sterben. Erzähl das der Wand und rühr dich bloß nicht vom Fleck. Ich glaube, ich werde dich nie begreifen können. Das hat Mahagon auch immer gesagt. Also in abgewandelter Form. Also gut, Sidan, dann wollen wir mal ans Eingemachte. Zur Hölle. Passiert hier gerade? Was? Wo sind wir? Hab ich's geschafft? Ich weiß es nicht. Das habe ich mich auch gerade gefragt, mein Gutster. Komisch, im verwunschenen Wald habe ich doch die Rolle fein hinbekommen. Ist gerade echt kurz mein Herz stehen geblieben. Irgendwie kommt mir der Ort bekannt vor, aber ich glaube, wir waren hier noch nie. Hey, weilst du noch unter uns? Sidan?
Habe ich dir nicht gesagt, du sollst fliehen? Weshalb bist du gekommen? Braucht es wirklich einen Grund, jemandem zu helfen? Ist Kuya... Der ist jetzt wahrscheinlich schwer verwundet, ne? Ich hatte ja auch gedacht, nach der letzten Begegnung, dass er tot wäre. Deinen Freunden ist die Flucht wohl gelungen. Ja, das warst also doch du. Gut. Jetzt wird's aber langsam Zeit, dass wir das Weite suchen. Okay. Ich habe versucht, euch mit in den Tod zu reißen. Ich habe doch gar kein Recht zu leben. Ich habe alles verloren. Ich bin eine überflüssige Existenz auf dieser Welt. Niemand ist hier überflüssig. Außerdem hast du uns auch geholfen zu fliehen. Ich glaube, Kuya ist gerade voll überfordert. Er hat wahrscheinlich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Nachdem mir bewusst wurde, dass ich nichts mehr zu verlieren hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, zum ersten Mal wirklich verstanden zu haben, was es bedeutet, zu leben. Aber es ist wohl ein wenig zu spät dafür. Das sah gerade aus, als ob er jetzt irgendwie weggenickt oder verstorben wäre oder so. Kuya, Zeit zum Pennen hast du später. Oh my goodness, okay. Oh oh, ich will nicht nochmal kämpfen. Ich weiß gar nicht mehr, wie kämpfen geht. Das sah aber nicht so aus, als ob man da lebend wieder rauskäme. Ich mag Kuya immer noch nicht. Also ich finde es zwar wahnsinnig berührend, wie sie dann ihm noch eine Chance gibt, aber... Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie total durcheinander. Kuya, was du getan hast, war falsch. Wer sagt das? Ich traue mich nicht, irgendwas zu drücken. Oder muss ich, damit der Text weitergeht? Nee. Aber eine Sache haben wir von dir gelernt, die uns Hoffnung gibt. Nämlich... dass selbst wenn der Zweck, für den man erschaffen wurde, sich als fehlerhaft erweist, es einem trotzdem noch gelingen kann, hinauszuwachsen über diesen bloßen Zweck seiner Erschaffung und als etwas Neues zu leben. Wir wollen die Erinnerungen nicht verblassen lassen. Aber ist dieser Wunsch etwa unnatürlich? Wir wollen glauben. Dass wir auf dieser Welt das Geschenk des Lebens in Empfang nehmen durften. Daran ist nichts Falsches. Ich hätte, das wird wieder so ein Ende werden, wo das echt Auslegungssache ist, ob das ein gutes oder ein schlechtes Ende ist. Mir wäre es am liebsten, wenn sie dann zu seinen Freunden zurückkehren würde. Und so verging die Zeit. Vivi! Mäuschen, geht's dir gut? Immerhin ist er nicht gestorben. Oh, das ist schon mal so toll. Das hier ist also Alexandria? Achso, wer sagt denn das? Oh, alles so wie früher. Hey, was stehst du hier so im Weg rum? Oh, du bist ja Vivi. Vivi? Hör auf, diesen Namen so abfällig zu benutzen. Was redest du da bloß? Ich bin's, Puck. Hast du mich etwa vergessen? Puck? Der Puck? Der Prinz von Bomezia? Sag mal, willst du mich veräppeln? Wenn du nicht Vivi bist, wer dann? Ich bin... der Sohn von Vivi. Was? Oh, wie süß! Oh, ist das knuffig!
nicht. Als ob irgendwie bin ich schon rein. Oh, ich muss mich schon wieder. Ja, jetzt habe ich schon wieder Pipi in den Augen. Schade, dass man das nicht wegdrücken muss, weil jetzt komme ich vielleicht mit dem Text nicht hinterher. Jeden Tag erzählte ich ihnen von Zidane, wie wichtig er und seine Freundschaft für uns alle war. Und dass er uns lehrte, das Leben zu schätzen, zu leben. Ist das jetzt Vivis Perspektive? Oh, müssen die ausgerechnet dieses schöne Lied im Hintergrund einspielen? Nee, wir sind wieder in Bomezia. Es wird langsam Zeit, Freya. Ja, ich freue mich schon darauf, alle zu treffen. Ist das ihr Verlobter? Noch eine kleine Verschnaufpause vor der Reise? Ja, warum nicht? Aber pass auf die Gegner auf, die können ganz schön eklig sein. Es wird dauern, bis hier wieder Leben einkehrt. Ja, aber ich bin bei dir, auch in 1000 Jahren. Ich weiß leider nicht, wer gerade redet. Oh, ich auch, Freya. Oh mein Gott. Fredley, ich bin so glücklich, dich wieder zu haben. Lass unsere Liebe von Neuem erleben. Uns. Ich habe das uns unterschlagen. Zu leben. Das heißt, nicht für immer zu leben oder unsterblich zu sein. Das ist es doch. Das ist es doch, was du uns gelehrt hast, oder? Sich gegenseitig zu helfen und beizustehen, das ist der wahre Sinn des Lebens. Und das Beste aus dieser kurzen Spanne zu machen, die man hat. Also ich möchte auch nicht gerne unsterblich sein. Auch von diesem Raum muss ich Abschied nehmen, kann ich mir lesen. Wie von meinen Erinnerungen und der Infantinwache. Ach so, von der Waffe. Ja, stimmt. Die konnten wir bei Hades holen. Meine Aufgabe ist erfüllt. Lebe wohl, Alexandria. Und wo geht's jetzt für dich weiter? Ich möchte wissen, was aus Beatrix geschieht. Doch ein Abschied ist nicht unbedingt ein Grund zur Trauer, nicht wahr? Die Erinnerung und die Freundschaft währt ewig. Das ist es, was ich von dir gelernt habe. Ich glaube, das sagt Lilly. So, ist jetzt irgendwie meine erste Vermutung. Ich glaube, Lilly werden wir hier auch als letztes zu Gesicht bekommen. Den Ort kenne ich noch. Hallo. Hi. Ist wahrscheinlich nicht zu mir gesagt, aber egal. Sag mal, was willst du eigentlich in Alexandria? Kommst du etwa nicht mit? Wer redet denn von sowas? Warte! Die beiden haben sich offensichtlich wieder vertragen. Wofür wurde ich eigentlich geboren? Und was wollte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Danke, dass du mich dazu gebracht hast, darüber nachzudenken. Leckere Zutaten alleine sind es nicht, Mampf. Die Zubereitung macht den Schmausch-Mampf. Von China würde ich mich auch gerne mal bekochen lassen. Und für Freunde kocht man mit mehr Herz-Mampf. Nur zu tun, was man tun möchte, seinem eigenen Weg zu folgen, das ist in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Aber alle haben, meiner Meinung nach, wahre Größe bewiesen. Ja, jeder auf seine eigene Art und Weise, das stimmt schon. Aiko, schnell, mach doch schneller, sonst geht das Theaterstück ohne uns los. Wir kommen schon noch rechtzeitig. Das Theaterschiff holen wir auch bei Gegenwind ein, mit meiner gerade vollendeten Neo-Hildegard. So ein Quatsch. Das Theaterschiff ist doch auch neu, Onkel. Vater. Aiko, wie hast du mich gerade genannt? Oh,
Sie sieht in uns also endlich ihre Eltern. Ist doch schön. Vater, Mutter, beeilt euch doch endlich. Ach, wie toll. Sag das bitte nochmal. Oh, da hat Aiko also auch ihre Familie gefunden. Wie schön. Das Einzige, was du mich nicht gelehrt hast, ist, was ich tun soll, wenn ich die Schwere der Einsamkeit spüre. Aber vielleicht muss ich die Antwort auf diese Frage ganz für mich alleine herausfinden. Du wirst Mittel und Wege finden, wobei ich immer noch nicht die Hoffnung aufgebe, dass sie dann vielleicht noch zurückkommt, ganz am Ende hier, wenn wir mit den ganzen Perspektivwechseln durch sind. Warte, Beatrix, ich wusste, dass er das ist. Wohin willst du? Bitte, stelle mir keine Fragen. Ich wollte aber auch wissen, wohin du gehst. Das hatte ich auch nicht vor. Du hast aber gerade schon eine gestellt. Aber... es ist nur... ich hatte auch gehofft, dass aus euch ein Paar wird. Dass ich dich kein zweites Mal verlieren will. Oh, Steiner. Lass uns Seite an Seite der Königin dienen, Beatrix. Oh, sie ist zu ihm hingelaufen. Ich glaube, das war ein Ja, oder? Ach ja, wie toll. Ich schätze mich glücklich, solche Freunde gehabt zu haben. Ich wünschte, unser Abenteuer würde weitergehen. Du hast doch deine Freunde aber immer noch. Aber die Zeit des Abschieds, sie kommt immer irgendwann einmal. Ja, aber du hast doch noch Zeit. Das klingt so, als ob morgen alle weg wären oder so. Ah, hier fing alles an. Oh, jetzt kriege ich gerade so richtige Flashback-Anfälle. Nur noch wenige Minuten bis zur Landung. Alexandria, verdammt lang her. Auf das es eine feine Vorstellung wird und so. Ob de Vorstellung. Auf de Vorstellung, Sefix. Ich glaube, da war gerade irgendwie Markus mit seiner Stimme mit drin. Hab das, glaube ich, falsch vertont. Ich danke euch, euch allen. Lebt wohl. Das liest sich echt wie so ein Suizidabschiedsbrief. Warum lebt wohl? Meine Erinnerungen werden am Firmament weiterleben. Oder war das, das war doch Sidans Perspektive. Das war seine Verabschiedung in Richtung seiner Freunde. Glaube ich. Weil das hätte bis zu einem bestimmten Punkt auch echt auf Lilly gepasst. Hat sie da wieder lange Haare? Ich finde, die stehen ja auch deutlich besser. Wie schön sie einfach ist. Das ist auch das Kleid, was sie schon mal anhatte, oder? Und da sind Beatrix und Steiner wieder. Sehr schön. Das Theaterschiff ist endlich eingetroffen, sagt wer. Ich freue mich so sehr. Sieht für mich aus, als ob das Lilly sagen würde. Endlich wieder alle sehen zu können. Ja, außer Sidan. Aber die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Die Tage von damals kommen nicht mehr wieder. Aber die Erinnerung bleibt. Nö. Es hat keinen Sinn, noch mehr Tränen zu vergießen. Ich muss die Tränen in Lachen umwandeln. Spricht sie gerade zu ihrem Volk? Wegen dem Applaus gerade? Ich dachte, sie spricht einfach nur laut für sich ihre Gedanken jetzt aus. Keine Ahnung. Ist ja auch unerheblich, ne? Und da sind wir wieder auf der Theaterbühne. Wie schön. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen, entführt uns in bereits längst vergangene Tage. Als Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird, beschließt sie, das Schloss zu verlassen. Doch ihr Vater König Lea bringt sie, und so schmieden Markus und Cornelia den Plan, aus dem Königreich zu fliehen. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch wie immer einen Hinweis an alle Versammelten. Unser Stück wird sie berühren. Bitte halten Sie also alle Ihre Taschentücher bereit. Okay. Haben sie wahrscheinlich schon. Markus? Ich habe dich so vermisst. Ohne dich ist mein Leben sinnlos.
Prinzessin, aber ich bin nur ein einfacher Mann von niedrigem Geblüt. Bitte nenne mich von nun an nie wieder Prinzessin. Oh, Markus, kannst du denn jemanden wie mich eine Prinzessin wirklich lieben? Bitte sag, dass du es kannst, Markus. Ist es die Prinzessin, die du willst, so kann ich dir nur eine Fassade, eine Puppe anbieten. Aber lacht eine Puppe und weint eine Puppe? Ich habe gelacht, ich habe auch geweint, doch mehr verlange ich vom Leben nicht. Ich möchte keine Fassade vor mir hertragen müssen, ich möchte keine Puppe sein. Endlich habe ich Gewissheit über deine Gefühle, deine Wünsche. Bist du denn bereit, die Robe deines blauen Blutes abzulegen und dich in meinen Umhang der Liebe zu hüllen? Lass mich die Taube sein, die in deinem Käfig Ruhe und Frieden findet. Lass uns gleich das erste Schiff morgen früh nehmen. Ja, wo es auch immer hinfahren mag, Hauptsache wir sind vereint. Ja, ob Regen oder Sturm, wir halten zusammen. Warum darf auf dieser Welt eine Liebe wie die unsere nicht blühen? Warum soll es einem verwehrt sein, sein Lebensglück zu finden? Okay, wenn es wirklich so kommt, dann bedeutet... Nö, das geht mir zu schnell. Bei ihm zumindest. Tage, bist du Cornelia? Ja, die bin ich. Kennst du einen Kerl namens Markus? Was ist mit Markus? Ja, eigentlich nichts. Oh! Was zur Hölle? Ist aber nur ein Stück, was sie spielen, ne? Wo ist sie? Wo ist meine Tochter Cornelia? Blank, weißt du, wo Cornelia ist? Kein Grund zur Sorge, Majestät. Ich sage dafür, dass Cornelia und Prinz Schneider getraut werden. Aber Cornelia ist vielleicht schon über alle Berge. Hast du ihr etwa zur Flucht verholfen, Blank? Was? Wenn, dann hat euch ja wohl Markus hintergangen. Und du hast ihn hintergangen, ihn, dein Freund. Und da erwartest du von mir, dass ich dir vertraue? Wartet, aber ich habe... Nein! Autschen und weg sind die Haare. Nur so gehandelt, um zwischen zwei Ländern den Frieden zu wahren. Der Verräter ist tot. Diese Strafe geschieht ihm recht. Ihr beiden, findet mir sofort heraus, wo Cornelia ist. Wir kümmern uns darum. Wird erledigt. Cornelia, wie kannst du das deinem Vater nur antun? Ist das der gleiche Plot wie beim letzten Mal? Ich weiß das nicht mehr. Das liegt irgendwie schon so lange zurück. Aber es war auf jeden Fall ähnlich. Die vereinbarte Stunde ist schon längst vorüber, aber von Cornelia fehlt jede Spur. Oh nee. Jedenfalls sollten wir bald aufbrechen. Aber steigst du nur auf dieses Schiff, bringt das unseren beiden Ländern, das war klar. Was wirst du tun, Markus? Sie sagte, ihr Leben hätte ohne mich keinen Sinn. Die Sonne ist aufgegangen, aber auf uns hat sie ihre Strahlen nicht herabgesenkt. Ist es uns denn verwehrt, wie Tauben die Flügel auszubreiten und unbekümmert fortzufliegen? Ich kann wirklich nicht länger warten. Hier ist die Segel. Wurde ich hintergangen? Nein, Cornelia würde niemals... Ich vertraue dir. Denn unsere Liebe währt für immer. Und habe ich nicht den Segen der Sonne, so wende ich mich in Richtung Monde irgendwie so. Monde, vernehmt und erhöret mein Flehen, lasst mich bei ihr sein. Bei meiner geliebten Lilly. Was? Was? Juhu? Thank you.
Wow, ich komme schon wieder gerade nicht klar. Ich habe schon angefangen zu flehen, als Lily überhaupt einfach nur losgerannt ist und auch nicht mal bei Zidane gewesen ist. Okay, also das Ende hat genau das gemacht, was ich mir gewünscht hatte. Alle sind glücklich, keiner ist gestorben, allen geht es gut, die Welt besteht noch in ganzen Stücken. Die Leute, die hätten zusammenkommen müssen, sind tatsächlich auch zusammengekommen, können jetzt glücklich weiterleben. Also für mich persönlich das perfekte Ende. Also echt total schön. Ich bin gerade mega unvorbereitet, weil ich nehme 2 Stunden glatt auf. Als ich heute mit der Aufnahmesession begann, hätte ich nicht mal für möglich gehalten, dass das jetzt hier die letzte Aufnahme schon sein wird. Deswegen habe ich mir jetzt auch keine Notizen oder so gemacht für mein Fazit, sondern muss das jetzt doch sehr spontan aus dem Bauch heraus machen. Also ich kann euch eines sagen. Ihr fragt mich nämlich bei jedem Final Fantasy Let's Play immer wieder, welches mir am besten gefällt und wo ich das einordne und ob ich das besser oder schlechter finde als das und das. Und der Track ist so schön. Warte mal kurz. Und das Problem hatte ich aber auch bei Teil 7 und Teil 8, wenn du das Finale und das Ende halt siehst und die letzten Wochen und Monate mit diesem Spiel zugebracht hast und dich da richtig reingesteigert hast, dann findest du immer das Spiel aktuell einfach am besten. Also mir fehlt aktuell auch total die Weitsicht, um sagen zu können, dass das irgendwie besser oder schlechter ist. Für mich jetzt aktuell ist das irgendwie der tollste Teil gewesen und wahrscheinlich, wenn ich wieder das Ende von Teil 8 sehe oder von Teil 7 sehe und mich da wieder so reinspiele, sage ich mal, und emotional reinsteigere, dann wird mein Fazit wieder ganz anders ausfallen. Also ich brauche, um da überhaupt ein Resümee ziehen zu können, erstmal wieder ein bisschen Abstand, aber ich liebe dieses Spiel. Ich habe dieses Projekt geliebt. Ich werde ein paar optionale Sachen ja noch machen. Ja, das, wie gesagt, will ich unbedingt probieren. Und ich bin ja total durcheinander. Auf jeden Fall, ich verstehe nicht, warum dieses Spiel so unpopulär ist im Vergleich zu Teil 7 und zu Teil 8. Also, warum ich davon, ich meine, ich habe nie eine PS1 besessen, aber ich habe von Teil 9 immer relativ wenig gehört und gelesen, so im Vergleich. Ich glaube, das hat sich auch schlechter verkauft als die anderen, kann es sein. Ich habe keine Ahnung, ich will auch nicht mit falschen Informationen um mich schmeißen, aber es ist für mich wirklich auf mindestens dem gleichen Niveau wie seine Vorgänger. Wenn nicht sogar besser. Also ich gehe mal weg von diesem Vergleichsthema. Lass uns einfach über das Spiel jetzt an sich reden. Was mir hier ganz, ganz schwer fällt und was ich auch nicht ad hoc beantworten kann, ist die Frage, welcher Charakter mir hier am besten gefällt und wen ich hier am liebsten mochte. Weil es sind echt viele gewesen. Also ich bin eigentlich ein Typ, der sich relativ schnell auf einen Lieblingscharakter auch einschießt, aber hier bin ich mir echt extrem unschlüssig und ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt zwischen dreien entscheiden müsste oder zumindest meine 3 Lieblinge benennen müsste, ach, das ist so schwer. Ich glaube, Vivi ist sogar die Nummer 1. Vivi mochte ich am meisten. Immer wenn Vivi irgendwie ins Spiel kam, egal in welchem Zusammenhang, hat mich das irgendwie immer berührt. Aber auf einer Ebene mit Vivi oder relativ, also mit ganz oben steht auch Freya. Und ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich gerade irgendwie nicht konzentrieren. Und Lily. Aber ich bin gerade voll manipuliert, weil sie im Hintergrund immer eingeblendet wird und ich dann immer so voll die
Es klingt zwar voll bescheuert, aber immer so voll die Herzenswärme verspüre, ja, wenn ich sie sehe. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, ich glaube, das sind meine drei Lieblinge. Ja, Freya, Lilly und Vivi und Beatrix, wenn man jetzt halt die Leute, die man nicht steuern kann, auch noch mit reinnehmen soll. Obwohl ich komplett passen muss, Leute, wirklich komplett passen muss, ist bei der Frage, welcher Ort mir am besten gefallen hat. Also sowohl optisch als auch so insgesamt, weil das waren so unfassbar viele. Also keine Ahnung, das sind so viele. Ich kann ja teilweise auch namentlich gar nicht mehr benennen. Wir hatten auch schon relativ früh im Spiel so Orte, die ich richtig klasse fand. Und ich laufe jetzt Gefahr, irgendwie, wenn ich jetzt irgendeinen Namen raushaue oder so, andere dann vielleicht vergessen zu haben oder unfairerweise nicht berücksichtigt zu haben. Also lasst einfach die einzelnen Parts in diesem Let's Play ihre eigene Sprache sprechen. Ich meine, ich habe ja in dem Moment, wo ich von irgendwas begeistert war oder irgendwas doof fand, das auch immer direkt nach außen getragen. Und ja, daran kann man sich wahrscheinlich schon ein ganz gutes Bild machen. Ansonsten, Kuya war definitiv nicht der beste Bösewicht. Aber da ist halt die Messlatte im Final Fantasy Universum mit Sephiroth auch unangefochten. Also ich fand trotzdem diese ganze Geschichte, wie sie um die Böse, also um Kuya herum konstruiert war, absolut fantastisch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ohne diesen Let's Play-Zusammenhang, also ohne euer Feedback unter diversen storylastigen Videos, auch viel größere Mühe gehabt hätte, die ganzen Zusammenhänge zu begreifen. Also da hat sich das echt gelohnt, in diesem Fall dieses Let's Play als Blind-Let's Play auch aufzuziehen und das nicht vorher schon zu spielen, weil ja, ich eine ganze Menge mitnehmen konnte, auch abseits der Videos eben durch euer Feedback, was ihr mir gegeben habt zu vielen Parts. Und ja, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt irgendeine wichtige Kategorie, irgendein wichtiges Feedback ausgelassen? Die Musik, ich weiß gar nicht, bei der Musik kann ich eigentlich nur, da müsste ich jetzt eigentlich eine Facecam anmachen und anfangen zu sabbern und das würde wahrscheinlich am ehesten aufzeigen, was ich von dem Soundtrack hier in diesem Spiel halte. Also absolut fantastisch, wirklich absolut fantastisch. Da kann ich jetzt auch ad hoc nicht mal sagen, ob der mir hier oder in Teil 8 besser gefällt. Ich glaube, da muss ich mich einfach nochmal reinhören, wenn ich das dann auch wirklich in physischer Form hier bei mir zu Hause liegen habe. Echt krass, das hier erinnert mich so an Zelda. Das ist doch sogar die Zelda-Musik, oder? Das kann doch kein Zufall sein. Oder verwechsel ich da gerade was? Nee, auf jeden Fall. Das habe ich mir aber auch schon nach dem 7. und auch nach dem 8. Teil gedacht. Ich finde es Wahnsinn, was für Spiele, was für eine wichtige Ära in diesem ganzen Final Fantasy-Umfeld mir entgangen ist, indem ich halt damals keine PS1 besessen hatte. Ja? Aber ich will es auch nicht zu weit ausholen, aber es war damals wirklich so. Ich hatte ich habe immer sehr wenig Taschengeld nur bekommen, auch zu Oberschulzeiten damals. Und ich habe damals mit meinem Bruder quasi, wir haben unser Geld immer zusammengelegt und wirklich Sparpläne entwickelt, um uns bestimmte Konsolen und Spiele zu finanzieren. Und eine Konsole, da sage ich euch wahrscheinlich nichts Neues, ist ja damals auch nicht so ganz günstig gewesen. Also viele Spiele waren ja immer günstiger, wenn man da immer so diese Grabbelkisten und so hatte. Und eine PS1 habe ich mir damals einfach nicht leisten können. Und als ich dann ein bisschen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hatte, da gab es eben schon die PS2. Ne? Deswegen habe ich die PS1 eben komplett umgehen müssen und habe jetzt diese sehr besondere Situation, das ist einfach total merkwürdig, dass man als erwachsener Mensch, der jetzt fast 30 ist, zum ersten Mal mit diesen Klassikern konfrontiert wird und einfach so eine Welt für sich entdeckt, die man einfach irgendwie ein paar Jahrzehnte später, ein paar Jahrzehnte ist übertrieben, sagen wir mal so, ein Jahrzehnt, ein bis zwei später halt kennenlernen, und das ist echt schön. Also das hat auch irgendwie was für sich. So, ich bedauere zwar, dass ich das damals verpasst habe, aber ich finde es schön, dass ich jetzt die Chance bekomme, das auch mit Hilfe von euch so ein bisschen neu für mich zu entdecken, und das ist irgendwie toll. Also ich habe im Laufe dieses Let's Plays auch häufig das Feedback bekommen unter den Videos, dass der ein oder andere geschrieben hatte,
Ach, wie schön wäre es, das nochmal zu resetten und das Spiel nochmal komplett neu zu entdecken. Ja, das denke ich mir zum Beispiel heute von Spielen wie Terranigma oder Lufia oder Secret of Evermore oder sowas. Da würde ich auch echt viel dafür geben, das nochmal von vorne erleben zu dürfen. Und eigentlich ist das irgendwo auch ein Privileg, in diesem hohen Alter, sage ich mal, mich damit auseinanderzusetzen. Das war echt schön. Und ich bin fast ein bisschen traurig, dass jetzt dieses epische Zeitfenster, sage ich mal, der PS1 Final Fantasies damit dann auch zu Ende geht, ne? Weil es wird jetzt im Anschluss daran mit dem 6. Teil weitergehen, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Ich bin ein riesengroßer Fan der Super Nintendo Generation, das ist genau mein Ding, ja? Also da ist die Vorfreude auch riesengroß, aber irgendwie geht jetzt halt doch so ein Kapitel zu Ende, ne? Weil das, was danach kommt, ist dann schon PS2-Ära, das, was davor kommt, das sind dann schon wieder fast die Ursprünge von Final Fantasy und das hier ist, sagen ja viele immer so, das goldene Zeitalter der Spieleserie gewesen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen sentimental und das schoss mir auch die ganze Zeit durch den Kopf in dieser Endsequenz gerade eben und ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Stück Kunst, definitiv. Also ich werde, wenn zukünftig mehr Leute um die Ecke kommen und sagen, das und das beste Final Fantasy Teil, werde ich immer fragen, ob derjenige auch Teil 9 kennt. Wenn die Leute dann nämlich sagen, ja, kenne ich, aber trotzdem mag ich den und den Teil lieber, dann ist es okay. Wenn die Leute dann aber sagen, nee, den 9. Teil habe ich nie gespielt, dann werde ich dafür ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ja, und auch darauf verweisen, dass das qualitativ ganz, ganz großes Kino ist und definitiv auch eine Konkurrenz. In Anführungsstrichen, weil es sind ja alles tolle Spiele, ja, will ich auch gar nicht gegeneinander ausspielen, aber man sollte sich das zu Gemüte geführt haben und ich werde das so Final Fantasy angeht und mit Sicherheit, wenn ich mit Velox irgendwann anfange, ich weiß, das erzähle ich auch ständig, aber dann noch so ein paar Diskussionsvideos ins Leben rufen, deswegen will ich jetzt hier auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, ich möchte nämlich gerne im Einzelnen diskutieren, wenn ich dann irgendwann mal ein paar mehr Final Fantasy Teile auch kenne, da würde ich nämlich den 6. Teil auch gerne mit einbeziehen, aber dann gerne so Diskussionsrunden ins Leben rufen, wo ich auch so ein bisschen meine Meinung widerspiegele, aber auch eure hören möchte, zu fragen wie, wo gibt es die besten Dungeons, welche Gameplay-Elemente sind die coolsten, also so im Sinne von Materia aus Teil 7 und dann das mit diesem Draw-System in Teil 8 versus AP-System hier in Teil 9, solche Geschichten, wo gibt es den coolsten Bösewicht, wo gibt es die coolsten Charaktere und das einfach so in einzelnen Themenkategorien würde ich das ganz gerne aufsplitten, einfach um auch die Diskussion mit euch zu suchen und da so ein bisschen gegenüberzustellen, aber ich muss jetzt erstmal für mich das sacken lassen. Ich muss erstmal auch gucken, dass ich vor allen Dingen den 7. Teil nochmal spiele, bevor ich da irgendwelche Vergleiche anstelle, weil der liegt schon wieder so weit zurück, dass ich da echt noch Nachholbedarf habe und das nochmal ganz in Ruhe spielen möchte. Da habe ich auch die ganzen optionalen Bosse noch nicht geschafft. Das würde ich auch ganz gerne nochmal machen. Vielleicht kommen da Bonusvideos. Genauso Omega Weapon Teil 8. Ist auch noch offen, will ich auch noch machen. Also ist nicht aufgehoben, ich habe es auch nicht vergessen. Und ja, das hier in diesem Spiel, das sind noch so die Sachen, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ich will mich aber nicht festlegen, wann es aus zeitlicher Sicht soweit ist. Da einfach überraschen lassen. Und eine wichtige Info möchte ich euch noch mitgeben, bevor wir dann jetzt hier Schluss machen für heute. Und zwar wird nicht direkt am nächsten Final Fantasy Slot Tag. Wann kommt diese Folge? Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe gerade keinen Kalender vor mir. Es wird nicht direkt beim nächsten Mal mit Teil 6 weitergehen, weil ich jetzt wegen der Urlaubszeit. Okay, warte mal, ich muss jetzt nochmal gucken. Ich möchte erst, nachdem mein Urlaub, also wenn ich vom Festival wieder zurück bin, frühestens damit anfangen und das da nicht so einen Bruch reinbringen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe keinen Bock, jetzt zwei Parts aufzunehmen und dann zwei, drei Wochen gar nicht mehr zu spielen und dann weiterzumachen. Das ist gerade am Anfang, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Das heißt, es ist jetzt aktuell noch offen, was am Freitag, am Montag in diesem 18-Uhr-Slot kommen wird. Lasst euch einfach überraschen, ob das irgendwas mit Final Fantasy sein wird, ob das vielleicht
irgendwas komplett anderes, weiß ich noch nicht. Also da will ich mich auch nicht festlegen, aber ich kann definitiv versichern, dass es beim nächsten Mal noch nicht mit Teil 6 weitergeht. Das ist nicht nur in meinem Interesse, sondern auch in eurem, weil ich glaube, wir tun uns alle keinen Gefallen damit, wenn ich ein Spiel anbreche und dann erstmal für ein paar Wochen nicht mehr weiterspielen kann, so. Aber wie es genau da weitergeht, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Lasst euch einfach überraschen. Irgendwas wird kommen. Die Zeit ist fest verplant. Videos gibt es da definitiv. Ich weiß nur noch nicht, was genau. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig, mich bei euch zu bedanken für die wirklich schöne Feedback-Schleife, die wir hier in dem Zusammenhang, in diesem Projekt auch wieder hatten. Ich bedanke mich auch von ganzem Herzen bei euch dafür, dass mir in Teil 9 nicht mal im Ansatz so viel vorgekaut und gespoilert wurde teilweise, wie das in Teil 8 der Fall gewesen ist. Ich finde, wir haben das echt super umgesetzt, das, was in Teil 8 so schief lief, also das begann ja schon bei Teil 7, in Teil 8 ist das teilweise von euch auch kritisiert worden, dass viel zu viel in den Kommentaren vorgelegt wird, macht dies, macht das, ihr erinnert euch vielleicht an meine ganze Zettelwirtschaft, das war ja in Teil 8 eine richtige Vollkatastrophe, was ich da in jeden Part an Notizen mit reingenommen habe. Und hier hatte ich irgendwie wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen, weil ich habe zwar vereinzelt auch Notizen mit reingenommen, aber keine, ich habe mich nicht so verpflichtet gefühlt, jetzt hier irgendwas Punkt für Punkt abzuarbeiten, weil ihr das diesmal ein bisschen schöner mir an Feedback dagelassen habt und nichts vorweggenommen habt. Also jeder Aha-Moment, den dieses Spiel irgendwie mitgebracht hat, das war für mich auch wirklich ein Aha-Moment, deswegen habe ich das auch so genossen. Also das ist echt schön, das würde ich mir für zukünftige Projekte, auch Final Fantasy-Projekte, gerne auch beibehalten wollen. Also an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön für die Mitarbeit, für das Kommentieren, für die Kritik, die ihr dagelassen habt, für das Lob, was ihr dagelassen habt. Das ist mir alles gleichermaßen wichtig, so rum. Und danke auch, dass ihr so fair miteinander umgegangen seid, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gab zu bestimmten Themen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig und eine riesengroße Herzensangelegenheit, dass das auch untereinander gut funktioniert. Und mir ist das fast lieber, so blöd das auch klingt, wenn jemand gegen mich feuert, als wenn ich sehe, dass Zuschauer, die ich sehr schätze, untereinander, gegeneinander feuern. Also wisst ihr, was ich meine? Da weiß ich dann immer nicht so, ich will das immer irgendwie auflösen, aber kann das dann teilweise nicht, und in der Situation war ich hier glücklicherweise nicht, deswegen bin ich rundherum mit Final Fantasy 9 und diesem ganzen Let's Play wirklich sehr, sehr glücklich gewesen. Ich bin froh, dass ich es damals nicht auf dem Emulator aufgenommen habe, dass ich mir das im PSN noch gekauft habe, und freue mich auf das, was noch kommt. Bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil ich die Truppe echt vermissen werde hier. Und aber es war echt ein wunderschönes Projekt, an das ich gerne zurückdenken werde. Und mal gucken. Also wenn davon irgendwann ein Remake nochmal kommen sollte, egal in welche Richtung, werde ich es definitiv spielen, kaufen, wie auch immer. Aber ja, das nächste große Ding in Bezug auf 7, 8, 9 wird ja sein, dass wir dann erstmal das Remake von Teil 7 abwarten, und da, sobald ein Release-Termin feststeht, werde ich mal gucken, dass ich bis dahin nochmal den 7. Teil für mich durchspiele, und irgendwann wird es dazu mit Sicherheit auch ein Let's Play auf diesem Kanal geben. Ich weiß aber noch nicht, ob das direkt zum Release passieren wird, wahrscheinlich eher nicht, aber muss erstmal gucken, wann es denn soweit ist. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe jetzt kein Thema ausgelassen, was für euch wichtig ist, was für mich wichtig ist. Danke an dieser Stelle nochmal für die tolle Zusammenarbeit, für eure Treue, auch wenn das so abgedroschen klingt, aber ich meine das wirklich ernst. Also mir ist nach wie vor wichtiger, und daran wird sich auch nie was ändern, dass die Leute, die die Videos schauen und kommentieren, dass ich mich mit denen wohlfühle. Und das priorisiere ich immer höher als Kanalwachstum und Klickzahlen und Abonnenten und woran sich die ganzen YouTuber heutzutage alles so aufgeilen, das ist mir vollkommen egal. Also von mir aus wäre die Motivation auch gegeben, in 10 Jahren so weiterzumachen, wie das jetzt auch läuft, ohne dass ein einziger dazukommt, weil mir das einfach so immens viel Spaß macht. Und ich glaube, jetzt drifte ich langsam ins Kitschige ab, ne? Also danke, danke, danke nochmal an euch. Fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis denn. Ciao.